Hallo und herzlich willkommen hier bei Krolopp und Gerst. Heute soll es um ein besonders wichtiges Objektiv für MFT-Fotografen gehen, nämlich die Normalbrennweite, also unter MFT-Jungs 25 mm. Die knüpfen wir uns vor, aber heute in Form des 30 mm 1,4 Sigma aus der Contemporary, also der C-Linie. Wie gut ist dieses Objektiv und was fangen MFT-Fotografen damit an? Krolopp Gerst sind zwei Fotografen, einer bin ich. Und auch wenn wir oft über Technik und Objektive reden, wir sind kein Testlabor. Und genau das haben wir auch jetzt gerade eben wieder gemacht, wir haben einfach fotografiert. Es ist Freitagnachmittag, ich habe mir die Jill eingeladen, die kam ein bisschen früher von der Arbeit. Wir haben hier den lila Hintergrund runtergefahren und haben einfach ein paar Fotos gemacht, um einfach aus der Praxis heraus ein Gefühl für ein Objektiv zu bekommen. Ich finde Tests, also objektive Tests, sind immer sehr, sehr, sehr interessant. Aber sie testen natürlich nur ein Objektiv gegen im Endeffekt ja immer wiederkehrende Elemente oder Effekte und haben natürlich auch ein gutes Ergebnis, dann ein messbares Ergebnis. Aber sie spiegeln noch nicht wirklich eine Art Erfahrung oder eine Praxiserfahrung aus der Realität wider. Ich finde es sehr viel wichtiger, einfach ein Objektiv zu fotografieren und zu merken, was es wirklich kann. Deswegen, G9 war die Kamera, die wir heute gewählt haben. Die Top, meiner Meinung nach, Top-MFT-Kamera, die es gerade im Fotobereich gibt. Das streichen wir am besten, ne? Da wird sich jetzt wieder einer von Olympus irgendwie angedüdelt bekommen, gefühlen. Aber okay, ich habe eine Top-Kamera von Panasonic genommen und habe eben beide Objektive daran fotografiert. Und ich versuche das Ganze jetzt so ein bisschen vergleichend aufzuziehen, aus einem ganz einfachen Grund. Ist schon interessant, das Leica Lumix Objektiv, Lumix Leica 25mm 1,4, kostet knapp unter 500 Euro. Und Sigma hat jetzt einfach mal dieses kleine Objektivchen rausgeworfen auf den Markt für etwas über 300 Euro. Das heißt, da ist schon ein ordentlicher Preisunterschied zu finden. Und die Objektive unterscheiden sich natürlich ein bisschen in der Brennweite. Jetzt muss ich mal gucken, dass ich das mit einer Hand hinbekomme. Aber die unterscheiden sich auch ein bisschen in der Größe. Und ich würde sagen, es ist jetzt nicht so, dass das ein Objektiv nur ein paar Prozent größer ist, sondern das ist deutlich größer. Größer heißt meistens immer ein bisschen besser von der Optik. Und größer heißt meistens auch ein bisschen teurer, weil einfach mehr Glas verbaut ist. Und jetzt ist das Interessante. Das Objektiv ist sehr viel schwerer als das hier. Das Objektiv ist sehr viel größer und es kostet aber weniger. Wie kann das funktionieren? Und vor allem die Frage, welches ist jetzt optisch das bessere Objektiv? Okay, da wir nicht zu lange rumlabern wollen, meiner Meinung nach gewinnt das Sigma vor dem teuren Panasonic-Objektiv. Wobei, auch da eine kleine Erklärung, wer da mehr wissen möchte, einfach mal unsere Objektivstrecke angucken mit Anders Uschold. Für Objektivkonstruktionen sind ganz oft erheblich, wann auch die Dinger gebaut wurden. Und in den letzten Jahren hat sich sehr viel im Objektivbau getan. Das heißt nicht, dass Altglas schlecht ist, sondern moderne Rechnungen, die waren einfach vor vielen Jahren gar nicht so in dem Maße möglich, wie man heute Möglichkeiten am Computer durchrechnen kann. Und viele Objektive, die heute gebaut werden, sind einfach deswegen nochmal einen Ticken besser, weil man vieles, sehr viel mehr am Computer in einer Art ja, mathematischen Errechnung schon vorher antizipieren kann. Dieses Objektiv schlägt deutlich sichtbar das 25er. Das muss man einfach sagen. Und zwar in allen optischen Kriterien. Sind es CAs, sind es Vignettierung, sind es Gegenlicht, Flaring, ist es generelle Schärfe. Es ist jetzt nicht so, dass es zwei unterschiedliche Welten sind. Das nicht. Aber es ist sichtbar, was mit diesem Objektiv fotografiert wurde und was mit diesem Objektiv fotografiert wurde. Im Hinterkopf behalten, das ist das günstigere Objektiv. Und zwar nicht nur ein paar Euro, sondern prozentual gesehen 20-30% günstiger. Und ich würde fast schon sagen, das ist 10% leistungsstärker als das Leica. Aber das ist auch schon einige, viele Jahre länger auf dem Markt. Und es war auch, glaube ich, eins der ersten MFT-Objektive, die so mit dieser Leica-Sache rauskam. Also das hat einfach schon ein bisschen mehr auf dem Buckel. Gut, was habe ich noch gemerkt? Ich finde den Autofokus
bei beiden Objektiven nicht wirklich unterschiedlich. Also es ist nicht so, dass das hier schlechter oder besser ist. Ich hätte vom Autofokus beim Fotografieren keinen Unterschied gemerkt. Sowohl was Face Detection betrifft, sowohl was Video, AFC betrifft. Ich fotografiere meistens mit Augenerkennung plus AFC. Das heißt also ein bisschen an die Sony IAF-Sache angelehnt. Wenn ich gerade Porträts mache, bei den Aufnahmen mit der Maske, die wir gemacht haben, da konnte ich leider nicht Gesichtserkennung machen. Da musste ich einen kleinen Fokuspunkt raussuchen. Aber mir ist kein wirklich großer Unterschied gefühlt untergekommen. Was ich aber gemerkt habe, ist, dass, obwohl es nur 5 mm sind, im Effektiven umgerechnet dann 10 mm, 5x2, MFT, ne? Finde ich es doch merklich, wie sehr teliger diese Kameralinse ist als die 25er. Das heißt also, was ich gemerkt habe, ist, das ist der Schnapper, das ist geile Qualität, aber die 5 mm hätten es nicht sein müssen, meiner Meinung nach. Ich hätte sogar gesagt, aktuell wären mir 5 mm weniger, also Richtung 40 mm, sogar ein bisschen lieber gewesen, weil ich finde, man verliert so ein bisschen die Nähe. Das war beim Porträtieren schon stark merkbar, dass ich mit dem Objektiv einfach noch einen Ticken näher rangegangen bin. Man hat auch so ein bisschen mehr diesen weitwinkligen Effekt bekommen des Aufziehens, während das hier schon Richtung 85er-Look geht, beziehungsweise so ein 85er-Gefühl geht. Ob man das jetzt gut oder schlecht findet, ist eine Sache, aber was natürlich beim 25er extrem wichtig ist, ist die Tatsache, dass es als Standard normal immer drauf Objektiv für viele Fotografen gilt. Das heißt, man rennt rum, man fotografiert und man kann sehr vieles damit fotografieren. Und die 30 mm, das muss man einfach sagen, werden ein bisschen auf der unteren Ebene beschneiden. Das heißt also, gerade wenn man irgendwie eine Reportage macht, da sitzen 4, 5 Leute zusammen, dann muss man schon ein Stückchen nach hinten gehen mit dem Objektiv. Und ich glaube, dass das einigen Fotografen nicht so ganz gelingen wird wie beim 25er. Ist jetzt eine ganz komische Aussage, aber darum geht es ja, um subjektive Gefühlsachen. Also ich fand es beim Fotografieren von Jill deutlich merkbar, dass ich diese 5 mm, effektiv 10, hatte. Es hat man gespürt. Das war universeller, meine ich. Das ist auch so mit den querhochformatigen Schüssen rausgekommen. Und die sehen auch so ein bisschen gewölbter aus, die sehen so ein bisschen weitwinkiger aus, während die einfach so ein bisschen mehr diese Neutralität, das, ich Tele will ich nicht sagen, aber das höhere Normalobjektiv mit sich bringen. Also, was kann man zusammenfassen? Mega geile Linse, mega geile Schnapper. Ich würde sogar behaupten, wer das nicht hat an einer MFT-Kamera, der hat wahrscheinlich ganz, ganz, ganz viel Geld für andere Linsen rausgeworfen, weil das kann schon oder hat schon das Potenzial, um den Thron gerade zu bekommen für eine günstige, geile, offenblendige Normalbrennweite für MFT. Mit dem kleinen Minuspunkt, dass ich einfach 50 gerne gehabt hätte oder 45 oder 40 und nicht zwangsweise die 60. Aber das ist eben eine sehr persönliche Sache, die ich eben negativ finde. Das hier ist halt ein astreines 50er und das hat schon irgendwas für so... Ja, ich will nicht zu lange über das Gleiche reden. Also, viel Spaß beim Fotografieren. Damit hatte ich eigentlich alles gesagt. Bautechnisch finde ich sogar das ein bisschen schöner. Wie gesagt, haptisch ein bisschen schwerer, das ein bisschen leichter. Ich finde, es bewegt alles, ist ein bisschen schöner, ein bisschen sanfter alles. Innen drin geriffelt, hier nicht geriffelt. Auch da sieht man so ein bisschen, das ist natürlich, ach, auch interessanter Fakt. Hat man schon mal diese Riffel in der Geli gesehen? Diese kleinen Rillen hier, die sind dazu da, mögliche Gegenlichtreflexe sozusagen auszuschatten. Und wenn man jetzt hier reinguckt, dann reflektiert das Licht sehr viel stärker, als wenn man jetzt hier durchguckt, weil hier das Licht immer wieder gebrochen wird und durch diese Rillen ein ganz anderer Winkel entsteht. Also das ist so wieder so ein bisschen Aufwand, was man sich macht, damit das Licht nicht hier reingeht und dann zack zurück in die Linse leuchtet. Das heißt also, manche teuren Gelis sind ja auch innen mit Samt ausgekleidet, sodass man auch wirklich gar keine Reflexe über die Geli selbst hat, die ja eigentlich dafür sorgen soll, dass keine Reflexe reinkommen. Also das ist schon eine richtig solide Sache, die da von Sigma gebaut wurde. Hut ab. Jetzt muss man auf Panasonic Seite wahrscheinlich auch erstmal nachziehen. Hoffe ich doch mal. Also Panasonic, wo bleibt ein noch günstigeres, noch geileres 50 mm Objektiv?